Hallo Leute, herzlich willkommen bei einem neuen Let's Play. Ja, dieses Let's Play ist von mir, nicht von Ego Tactics, aka Dalian. Ja, genau. Und auf jeden Fall, dieses Let's Play ist hier, ihr seht es schon, dieses magische Portal. Ja, es guckt euch so an, als würde es wollen, dass ich da reingehen würde. Und wir gehen das. Ach ja, und falls euch wundert, was das hier ist, ihr werdet es später sehen. Oh, was steht da? A Scanning and Grenade-Eta? Was ist das denn hier? Ja, das ist der Ethermod. Wer hätte es gedacht? Ja, Ethermod. Richtig geil, Mann. Ich mache Let's Play von Ethermod. Oder auch nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich weiß überhaupt nichts von diesem Mod. Nix. Richtig überhaupt nichts. Warum geht dieses Ding mit einem Block? Alter, wie schnell es kaputt geht hier. Ist ja übel. Auf jeden Fall, ich weiß nichts von diesem Mod. Ich weiß nicht, wie man sich eine Spitzhacke craftet hier in dieser Welt. Aber wenn das wie eine normale ist, dann, na, keine Ahnung. Ich weiß auf jeden Fall nichts. Es soll auf jeden Fall sehr viele neue Items geben. Und ich werde erstmal anfangen mit ein bisschen Holz hacken, ne? Denke ich mal. Und fühlt sich los? Okay. Ja, auf jeden Fall Holz hacken. Falls ihr euch wundert, was das unten in der Ecke hier, das ist mein Inventar hier ist, dieses Ding hier, ist ein Golden Parachute. Das ist eigentlich nur da, falls ihr im Nether rausfällt, also falls ihr nach unten fällt, ist es nicht so wie im End, dass ihr dann nach unten fällt, erstmal stirbt und dann, ja, seid ihr tot und respawnt wieder da, wo ihr euer Bett habt. Nein, hier ist es ganz anders. Ihr bekommt diesen Fallschirm schon, wenn ihr diesen Nether betretet, bekommt ihr so einen Fallschirm dazu. Und wenn ihr runterfällt, dann werdet ihr langsam mit dem Fallschirm nach unten gleiten und wieder zu eurem Portal geführt. Genau. So, und ich mache mir jetzt erstmal eine Workbench, die nicht so geht. Skyroot Plank. Aha, sehr interessant. So, das ist ein ganz normaler Crafting Table. Wo wollen wir? Ach, und da hinten sehen wir auch schon so eine Art Tempel, habe ich auch gehört, dass es hier gibt. Ja, auch wirklich sehr interessant. Wo wollen wir denn unser Haus bauen? Oder unsere Base. Ich habe auch schon gesehen, hier gibt es wirklich sehr schöne Blöcke. Wie zum Beispiel da hinten die Säulen, die sehen sehr cool aus. Kann auch nicht fein. Geil. Und ich habe auch gehört, dass diese Bäume hier, nicht die Bäume, sondern die Bäume da hinten hier, ziemlich selten sein sollten. Und da ist man irgendwie, keine Ahnung. Na, ich weiß nicht. Ich würde sagen, Mann, wie geil ist es, dass man das Dreck einfach so schnell abbauen kann. Ist aber episch. Skyroot Dirt oder was? Ah, ne, Ether Dirt. Ether Dreck. Cool. So. Wie macht man sich Sticks auch so? Okay. Und Spitzhacke? Ach, okay, das ist ja eigentlich alles wie ganz normal. Nur ist die Items so ein bisschen anders aussehen. So. So, was gibt es hier für Materialien? Ich denke mal, ja, okay, das muss ich dann mit der Spitzhacke abbauen. Sehr interessant, diese Musik vor allem. Ja, wirklich sehr schön gemacht. Hören wir doch einmal der Musik zu. Ja gut, das war's auf jeden Fall mit der schönen Musik hier. Aber wirklich, jetzt ist was ganz anderes als die normale Minecraft-Musik. Ich finde, diese Musik ist wirklich, ja, sie hört sich wirklich gut an. Ist ja mal was anderes. Aber auf jeden Fall, wenn ihr mehr von dieser Musik hören wollt oder sonst was anderes, dann downloadet euch einfach den Mod. Link ist wie immer in der Beschreibung. Ja, ich hoffe, ihr werdet Spaß damit haben. Das ist auf jeden Fall ein sehr schöner Mod. Ich weiß nicht, ob man den online spielen kann, also jetzt zu zweit im Multiplayer. Das weiß ich nicht. Aber, keine Ahnung. Okay, so geht auf jeden Fall kein Ofen. Was kann man denn damit machen? Hollystone. Was ist das? Hollystone Bricks.
mache ich denn nicht? Ich könnte es jetzt ganz anders machen, aber das tue ich nicht. Okay, ich hoffe. So. Oh, ich muss wahrscheinlich gleich einen kurzen Cut machen. Oh, die Spitzhacke geht aber relativ schnell kaputt. Okay. Und dann mit einem kurzen Cut. Tschüss! Ja, und willkommen zurück bei dem wirklich sehr gelungenen Aether-Mod. Ja, den Cut konnte ich leider nicht umgehen. Tut mir nochmal leid. Aber... Naja, was macht schon? So, machen wir jetzt mal eine Skyroot Pickaxe. Die uns irgendeinen Scheiß bringt. Boah. Ist ja richtig schnell hier. Warte. So. Ach, das geht auch. Holy Stone Pickaxe. Wir sind genauso lahm. Wie behindert. Mein Gott. Was ist das denn hier? Ach, das ist ein Item. So, wie gesagt, ich weiß überhaupt nichts über den Mod. Aber ja, ist eine Musik hier. Ah, ich sehe gar nicht an. Warum ist hier so ein Ding? So. Ich muss hier auf jeden Fall nochmal Tutorial angucken, wie man sich hier alle Sachen craftet und so. Aber bis jetzt finde ich den Mod wirklich sehr schön, also vom Look her und... Nein, ihr wisst schon, wie ich das meine. So der erste Blick, so. Finde ich gut. So, das dürfte reichen. Ach komm. 4 Minuten nehmen wir noch auf. Zack, zack. Zack, zack. Zack. So. Ach, egal. Ich wollte auch auf jeden Fall nochmal gucken, was ist da. Ah, was ist das denn da? Was es hier für Erze gibt. Und dieser Baum hier, ne, der macht mich einfach irgendwie. Den muss ich jetzt abbauen. Skyroot Loch. Hä, warum ist der Gold? Warum ist der so golden? Ja. Egal. Auf jeden Fall wollte ich auf ein paar Erze abbauen. Was man so daraus machen kann, wollte ich auch nochmal wissen. Oh, das ist dann ein Zanit Gemstone. Oder Gemstone. Okay. Was ist das hier? Das ist ein Ambrosium Shard. Ich glaube, ich baue die mal alle ab. Keine Ahnung, kann ja was bringen, vielleicht auch nicht. Ach, Entschuldigung. So. Ich wünsche mir echt, dass die Musik jetzt wieder angeht. Das wäre wirklich cool. So, von den Zanit-Teilen sind ja nicht wirklich viele da. Ich glaube, das reicht erstmal fürs Erste. So, 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 so. Okay. Oh, das ist ein Ding. Hi. Wie geht's? Ziemlich geil, alles hat hier Flügel, alles ist hier irgendwie so komisch auf Drogen. Na, ja, echt gut eigentlich. Ich gehe jetzt nicht in mein Haus rein. So, was können wir eigentlich damit? Eine Spitzhacke? Ja, können wir. Zanit. Geht das damit auch? Nee, geht nicht. Schade. Haben wir eben eine aus Zanit. Was können wir damit? Können wir Rüstung damit machen? Nein. Das ist eigentlich gut.
Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Können wir das. Das ist auch voll lahm. Guck mal, ich spitze eigentlich, ich hab's nicht voll lahm, ey. Was ist hier los? Ja, auf jeden Fall werde ich mir noch über die Nacht ein paar Tutorials angucken, dass ich ein bisschen besser mit diesem Mod ja, spielen kann, umgehen kann, was auch immer, dass ich einfach die Crafting-Rezepte weiß und die auch mir mehr Spaß hat beim Zugucken. So. Oh, die Musik. Oh, wirklich geil. Ist tonalos. Sehr geile Musik. Lol, lol, lol. Das hast du durchpackt auf. Vorher war das eine andere Musik. Die ist jetzt kacke. Na egal, die ist nicht wirklich kacke. Die ist echt gut, aber davor war eine bessere. So, was ist das hier eigentlich? Nichts? Okay. Gut, ich laufe eigentlich gerade nur planlos durch die Gegend. Ja. Oh, ich muss dann, mir fällt gerade ein, ich muss die Aufnahme stoppen. Ja, planlos durch die Gegend laufen und dann irgendwann sagen ich, ja, ich muss jetzt die Aufnahme stoppen. Ja, auf jeden Fall, das war's da mit dem ersten Part vom Aether-Mod. Ich finde den Mod wirklich sehr gelungen, also wie er aussieht, die Musik ist wirklich sehr schön. Ist wirklich alles eine sehr coole Atmosphäre. Die Tiere sehen wirklich gut aus, auch mit den Flügeln auch sehr gut gelungen. Getroffen vor allem. Und das Tempel, was auch immer. Und bis dahin sage ich, haut rein.